Ja moinsen und willkommen zu einem weiteren Video von Yo-Kai Watch 3. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr den legendären Vorreiter Yo-Kai Darwin bekommen könnt. In diesem Sinne, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, sollte euch das Video gefallen, und lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr auf diesem Kanal neu sein solltet und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 und bald auch schon von Yo-Kai Watch 4 sehen. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir starten durch, und zwar in Southmund, genauer gesagt bei der Southmund-Schule, denn dort müssen wir hin. Es gibt nämlich in Southmund, an der Southmund-Schule und in der Southmund-Schule im Ostgebäude eine Bibliothek, und da müssen wir rein. Die Leute, die schon das T. Edison-Video gesehen haben und das Columbus Katz-Video, die werden gesehen haben, dass wir dafür hier reingegangen sind, für diese beiden Yokai, für T. Edison und für Columbus Katz. Bei Darwin sieht das Ganze ein bisschen anders aus, da müssen wir hier in den Westflügel der Bibliothek gehen und irgendwo hier sollten wir fündig werden. Ich glaube, es war hier. Ja, genau da müsst ihr dran gehen. Und da gibt es die Darwin-Biografie. Lesen wir die Darwin-Biografie? Ich würde sagen, je, warum nicht? Ich meine, wir müssen es tun und wir müssen es auch wieder hier bei diesem legendären Vorreiter 5 Tage nacheinander machen. Wir können täglich nur ein Kapitel lesen und ja, für mich werden weitere 5 Tage verstreichen, bis das ganze Kapitel oder bis das ganze Biografiebuch abgeschlossen ist und ich endlich mit Darwin Freundschaft schließen kann. Für euch vergehen ein paar Minuten, für mich 5 Tage. Ist halt sehr geil. Ha, mal sehen. Darwin-Biografie, Kapitel 1. Darwins voller Name war Charles Darwin. Er wurde 1809 in England als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren. Darwins Großvater war ein Biologe, dessen Ideen ihn später beeinflussten. Als kleiner Junge sammelte Darwin kleine Dinge aus der Natur. Er war gerne im Garten und sammelte Muscheln und Steine. Darwin-Biografie, Ende von Kapitel 1. Puh, belassen wir es für heute dabei. Das war echt hart. Muscheln und andere Sachen sammeln. Im eigenen Garten. Hat er am Strand gewohnt oder was? Was für ein Bonze. Aber ich meine, ist ja auch kein Wunder. Er stammt aus einer wohlhabenden Familie. Was nochmal bestätigt, dass das ein Bonze ist. By the way, Charles Darwin gab es wirklich. Ihr kennt ihn als Begründer der Evolutionstheorie. Er war der Begründer dieser Theorie und er war so einer der wenigen, also er hat den Darwinismus ins Leben gerufen und seine Philosophie war, wir stammen nicht unbedingt von Gott ab, der uns alle wohl geschaffen haben soll, sondern alles entspringt, um es jetzt mal im Wortlaut von Darwin zu sagen, so wie er es gesagt haben könnte, ja, ich besinne mich hier auf die Evolution, nichts ist zufällig passiert, oder es ist vielleicht am Anfang mit dem Urknall was Zufälliges passiert, aber ab diesem Urknall an hat nicht Gott das Geschehen beeinflusst, sondern die Evolution hat ihren Lauf genommen. Und er möchte damit sagen, dass die Menschen in der Form, so wie sie jetzt gerade hier vor euch sitzen, so wie er gerade hier vor euch sitzt, nicht einfach so entstanden ist, sondern das Ganze hat mehrere Milliarden Jahre gedauert, bis ich jetzt hier vor euch sitzen kann und anhand meiner rhetorischen Gewandtheitskünste euch erklären kann, wie das hier läuft. Früher Ugu Ugu, heute kann ich schon ein paar mehr Wörter sagen. Ich will darauf hinaus, dass Charles Darwin jemand gewesen ist, der, wie gesagt, nicht dem Glauben des Christentums oder irgendeiner anderen Religion verfallen gewesen ist, sondern er war seiner eigenen Religion verfallen, wenn man das so sagen möchte, dem Darwinismus. Und er ist halt der felsenfesten Überzeugung gewesen, er ist der felsenfesten Überzeugung gewesen, dass die Menschen sich erst und auch viele andere Spezies auf der Welt, egal ob jetzt irgendwie Lebewesen im Sinne von ja, irgendwelchen Pflanzen oder so oder irgendwelchen Tieren, dass all diese Lebensformen, die es halt heute gibt, sich erst im Laufe der letzten Milliarden Jahre entwickeln konnten und ja, ich rede um den heißen Brei, ihr wisst, was ich meine. Ich komme hier auf den Punkt. Aber das ist so ein bisschen das Grundgerüst seiner Theorie. Die Evolutionstheorie von Charles Darwin, der, um es nochmal zusammenzufassen, der Überzeugung gewesen ist, dass wir nicht von Gott abstammen, sondern im ganz groben Kern gesagt vom Affen. Oder halt eben, naja, von dem, was halt vorm Affen da gewesen ist und was vor dem da gewesen ist, was vom Affen kam. Und
so weiter und so fort. Ja, also wir haben uns quasi immer weiter fortentwickelt. Vom Neandertaler, vom Affen, vom Neandertaler zum heutigen Menschen, wie man ihn heute hier vor der Kamera sieht. Oder hier in Yo-Kai Watch 3 in Form von Nathan. Genau. Klar, er mag, was das Ganze angeht, schon der Begründer sein und er hat da auf jeden Fall einen sehr wunden Punkt getroffen, den die Wissenschaftler auch heute noch sehr stark beschäftigt. Und zwar, wovon stammen wir eigentlich wirklich ab? Und ist das, was Charles Darwin sagt, wirklich, ist das true? Hat er recht mit dem, was er sagt? Die Forscher sind halt immer noch so ein bisschen am Suchen nach ja, der wirklichen Entstehung der Menschheit und der Entstehung der Erde und der Entstehung aller Lebensformen und die Evolution dieser Lebensform. Ich labere um den heißen Brei, aber es muss auch irgendwo so ein kleiner Bildungsauftrag von sich gegeben werden. Und ja, das kriegt man da von Yo-Kai Watch 3 nicht mit. Ja, Hauptsache Darwin sammelt Muscheln. Da muss ich ja wohl erklären, was hier Sache ist. Jedenfalls so um den Dreh rum, ja. Fakt ist, dass die Wissenschaftler sich bis heute noch so ein bisschen uneinig sind, wie das alles hier nochmal entstanden ist. Und ja, darüber wird heute noch zahlreich spekuliert und daran wird noch zahlreich geforscht. Ich labere zu viel rum. Nächster Tag, bis gleich. So, Tag 2. Wir sind dabei stehen geblieben beim letzten Mal, dass Darwin, ja, der Begründer der Evolutionstheorie ist. Und ich habe einen sehr langen Monolog gehalten. Sorry dafür nochmal. Die Darwin-Biografie, wir haben das erste Kapitel schon gelesen. Ja, moin. Sollen wir mit dem zweiten Kapitel anfangen, oder was? Mal gucken, was wir jetzt lesen. Beim letzten Mal, ihr habt es ja eben, was heißt beim letzten Mal? Das ist für euch ein paar Sekunden her. Muscheln sammeln, Bonze, Darwin und so. Mal sehen. Darwin-Biografie, Kapitel 2. Zu Beginn wollte Darwin Arzt werden, so wie sein Vater. Doch er ertrug den Anblick von Blut nicht, daher änderte er seinen Fokus. Er sammelte lieber Insekten und Mineralien und befasste sich mit der Natur. Er lernte das Präparieren von Tieren und so weiter und so fort von John Edmonstone in Edinburgh. Dieses Wissen wurde später nützlich, als er selbst auf Expeditionen ging. Darwin-Biografie, Ende von Kapitel 2. Ich hasse es, weißt du, immer diese kleinen Infohäppchen und dieses darauf warten müssen auf morgen. Naja. Kapitel 3 jetzt. So, Kapitel Nummer 3, let's go. Ah, also das Ding ist, ne, ich bin so froh, wenn ich das hier ganz und gar fertig habe. Mit der Darwin-Biografie. Es ist auch für mich der letzte Vorrat der Yo-Kai, den ich sammeln muss, den ich befreunden muss, damit ich hier fertig bin. Und ich bin wirklich so froh, wenn es dann soweit ist, weil, ach, Brüder, jetzt mal ganz ehrlich, dieses tagelange Warten, bis man etwas abschließen kann, bis man das hier abschließen kann, das ist zu viel. Also 15 Tage insgesamt zu warten, damit man 3 Vorreiter-Legendäre bekommt, uff, das ist sehr viel an Zeit. Aber okay. Drittes Kapitel. Darwin-Biografie, Kapitel 3. Da Darwin ungeeignet dafür war, Arzt zu werden, wendete sich sein Leben. Ich dachte, da kommt noch ein weiterer Nebensatz. Er besegelte die Welt auf dem Erkundungsschiff HMS Beagle. Darwin fand und sammelte viele verschiedene Tiere auf seiner Reise. Besonders Schildkröten, Vögel und Leguane der Galapagos-Inseln interessierten ihn. Dies beeinflusste auch seine Forschung in den kommenden Jahren. Darwin-Biografie, Feierabend. Jedenfalls mit Kapitel 3. Okay, das war's komplett, Brudinius. Also wir merken, dass er sich sehr mit dem Tier, mit der Tierwelt befasst. Und dass das der erste Einschnitt in seine spätere Berufsbezeichnung geben wird. Das ist nicht von der Hand zu weisen. So wie verdammte Insekten, die auf deiner Hand sind, die du wegpustest, aber es klappt nicht. Man kennt's. Tag 4 kommt jetzt. Tag Nummer 4. Auf geht's, meine Bruts. Wir sollten bei Tag Nummer 4 sein, oder? Sollte. Die Darwin-Biografie. Wir haben das dritte Kapitel schon gelesen. Sollen wir mit dem vierten Kapitel anfangen? Alles klar. Noch einen Tag, dann haben wir auch Darwin angefreundet. Alhamdulillah. Mal sehen. Darwin-Biografie, Kapitel 4. Darwin hatte die Welt an Bord der HMS Beagle bereist.
Daraufhin erlangte er an Aufmerksamkeit mit Vorträgen über seine Funde. Außerdem dachte er weiter über die Funde seiner Reise nach. Schließlich veröffentlichte er das Buch über die Entstehung der Arten. Dieses Werk wurde eine weltweite Sensation und revolutionierte die Wissenschaft. Darwin-Biografie, Ende von Kapitel 4. Und jetzt kommen wir so langsam auch schon auf das zu sprechen, was ich am Anfang des Videos angesprochen habe. Die Entstehung des Lebens, die Entstehung der Lebewesen und so weiter. Evolutionstheorie. Und wenn das nicht gleich in der Biografie angesprochen wird, dann bin ich enttäuscht. Also, Mäus. So, Tag 5, endlich ist es soweit, ja? Wir werden heute, beziehungsweise jetzt, das letzte Kapitel aus der Darwin-Biografie lesen, werden Darwin anfreunden und dann hat diese gesamte Vorreitergeschichte endlich sein Ende gefunden. Ganz im Ernst, ne? Bin ich der Einzige, der das übelst nervig fand, jeden Tag sich zu bemühen? Sich jeden Tag zu bemühen, hier reinzugehen, nur um ein verdammtes Kapitel zu lesen. Ich kann nicht der Einzige gewesen sein. Und jetzt nach diesen 15 Tagen, ja, in denen ich hier reingegangen bin, um jeweils pro Tag ein Kapitel zu lesen, ist diese gesamte Vorreitergeschichte mit Darwin, T. Edison und Columbus Katz endlich Geschichte. Und Mann, hat das gedauert, Alter. Na gut, die Darwin-Biografie, wir haben das vierte Kapitel schon gelesen. Sollen wir mit dem fünften Kapitel anfangen? Was heißt anfangen? Beenden, Brudinius. Junge, das ist wirklich... Ich weiß nicht, vielleicht finden es einige cool oder so, aber... Das ist noch viel nerviger als sämtliche Befreundungssachen, die wir aus Yo-Kai Watch 2 und 1 gesehen haben. Also jetzt mal Real Talk, ja? Dieses sich 5 Tage hier hinstellen. Gut, vielleicht ist diese ganze Tomian-Quest und dieses Tomian-RNG-Prinzip noch schlimmer... Weil hier haben wir es halt eben garantiert durch die verbotene Frucht, aber wir müssen halt 5 Tage warten. Und das ist halt so das Ding. Na gut, let's go, meine Gute. Darwin-Biografie, Kapitel 5. In Über die Entstehung der Arten schrieb Darwin über Evolution. Zunächst weigerten sich viele, ihre Abstammung vom Affen zu akzeptieren. Doch mit der Zeit fanden seine Theorien Wertvorstellungen jeden Maßes, meine Brüder, und weit verbreitete Resonanz. Als Darwin im Alter von 73 starb, kamen berühmte Politiker zur Beerdigung. Darwins Errungenschaften waren in ganz Großbritannien anerkannt. Darwin-Biografie, Ende. Endlich haben wir sie zu Ende gelesen. Darwin war echt unglaublich. Oh, oh, oh. War da gerade eine Stimme? Ich bin Darwin. Schön, dich kennenzulernen. Hat er dann Sheriff-Stern auf dem Kopf? Und ein Vogel. Schön, cool. Wie bitte? Darwin ist ein Yokai? Ich habe mich von einem Menschen zu einem Yokai entwickelt. Funktioniert Evolution nicht anders? Ich bin so froh, dass du meine Biografie gelesen hast. Ich bin oft auf der einsamen Insel am Flussende. Komm doch mal vorbei. Dann können wir uns über das Sammeln von Tieren unterhalten. Bis dann. Was für eine Insel? Das war mal eine Überraschung. Eine einsame Insel am Flussende. Wo soll das denn sein? Ja, es wird auch nicht erklärt, ne? Eine einsame Insel am Flussende. Ist das der Gloombell-Waldkurs? Eventuell? Brüder, ich habe keinen Plan. Wir gucken uns das mal ganz kurz an. Warte kurz mal. Lass mal ins Hazeltine-Herrenhaus gehen. Weil ist das nicht vielleicht sogar eine einsame Insel? Und wenn wir direkt hier sind, also... Schauen wir mal. Hier steht aber keiner. Aber ich sag mal so, dieser Ort würde voll gut zu Darwin passen. Aber er scheint hier nicht zu sein. Jedenfalls wird hier nichts auf der Karte angezeigt. Ja, und hier auf der Overworld erst recht nicht. Ja, scheiße, Bruder. Was machen wir denn jetzt? PK-Port kann es auch nicht sein. Weil da war ja schon Columbus Katz. Vielleicht ist er aber auch hier direkt am Fluss. Und wir müssen gar nicht mit dem Fluss irgendwo hinfahren. Hoffen wir es mal. Hoffen wir, dass das hier bei der Geheimbasis ist. Also wenn nicht, dann... Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken, welchen Kurs wir fahren. Das schmeckt. Komm, gib mir eine Platinpuppe, Bruder. Oder eine Goldpuppe.
Kommen Sie heran. Lass mal kurz ins Haus gehen, ja? Vielleicht ist er ja hier drin. Schauen wir mal. Hier ist er nicht. Ist er denn oben? Nee, da ist er auch nicht. Okay. Da müssen wir wohl oder übel mit dem Floß fahren. Und vorher bereiten wir das Floß vor und machen es besser als je zuvor, meine Brüder. Wir nehmen das Wellenreiter-Floßkörper. Oh, warte mal, das hat sogar eine Haltbarkeit mehr. Aber weniger Tempo. Ja, wir brauchen eh Tempo, von daher. Alter. Das Cha-Cha-Segel macht ja alles übelst schnell. Ja, Mois. Ich gehe mal auf die Steuerung. Okay. Ja, gut. Ist halt die Frage, welches, welche einsame Insel er meint, ne? Ich orientiere mich mal nach links, weil es kann sein, dass das diese Insel ist, bei der wir schon mal den guten Dings getroffen haben. Wie heißt er nochmal? Hier, Steve Jaws. Wir fahren mal über den Gloombay-Waldkurs. Es kann natürlich sein, dass es hier ist. Dass er irgendwo hier am Start ist. Aber, nee, war natürlich nicht, ne? Uns werden aber hier zwei Stops angezeigt. Die können wir natürlich auch direkt mal nutzen. Wirklich. So, ganz kurzes Thema am Rande, meine Brüder, ja? Jetzt kann man natürlich sagen, dass Darwin der... dass Darwin der langweiligste der Yokai ist, der Vorreiter-Yokai ist. Aber ich halte dagegen. Also natürlich so vom... Ja, man kann sich drüber streiten, ob er der langweiligste Vorreiter-Yokai ist. Ich meine, T. Edison... Der Glühbirn-Yokai, ja, der von Thomas Edison abstammt, der sich von Thomas Edison zu einer Glühbirne verwandelt hat. Ja, moinsen. Lass mal hier lang. Jetzt haben wir einen anderen Kurs genommen, kann das sein? Genau, man kann sich jetzt halt eben drüber streiten, ob Darwin der langweiligste aller Yokai ist, aller Vorreiter-Yokai ist. Ich halte aber, wie gesagt, ein bisschen dagegen, aus folgendem Grunde, und zwar... Der Grund, warum Darwin überhaupt ein Vorreiter-Yokai ist, ist aufgrund seiner Evolution. Und, wie wir alle wissen, meine Brüder. Ah, natürlich ist er hier auch nicht, ne? Wäre das nicht der passende Ort gewesen dafür? So ein Schwachsinn. Ja, was machen wir jetzt? Ja, geil. Aber er muss halt beim Gloombay-Waldkurs irgendwo zu finden sein. Safe. Ich kann mir vorstellen, dass er auf dieser einsamen Insel ist, bei der wir Steve Jaws, wie gesagt, getroffen haben. Aber back to topic. Darwin hat ja also wie aus seiner Biografie zu lesen und wie man auch so als findiger Mensch mit ein bisschen Allgemeinwissen weiß, ist Darwin ja, wie gesagt, der Begründer der Evolutionstheorie. Und er meint ja auch gerade eben was von wegen, ja, ich habe mich zu einem Yokai weiterentwickelt. Also möchte er damit quasi sagen, ja, nachdem man quasi als Mensch stirbt, entwickelt man sich jetzt nicht, ich denke nicht, dass es garantiert ist, weil ich denke nicht, dass jeder Mensch zum Yokai wird, aber jedenfalls, wenn wir das aus der Gedankenblase aus Yokai Watch Sicht sehen und nicht aus der Real-Life Blase. Aber er hat sich halt eben, so besonders wie er nun mal ist, vom Menschen zum Yokai weiterentwickelt. Und das ist so das Ding. Das macht ihn zu einem besonderen Yokai. Und deswegen bin ich halt eben nicht der Meinung,
dass er der langweiligste von allen ist. Wisst ihr, was ich meine? Allein schon aus dem Grund, weil er wirklich jemand ist, der sich vom Menschen zum Yokai entwickeln konnte. Und das und dazu auch noch steht. Und das halt mit seiner Theorie begründet, mit seiner Evolutionstheorie. Ja, ich als Begründer der Evolutionstheorie habe mich vom Menschen zum Yokai entwickelt. So, T. Edison und Columbus Katz haben das ja in der Form nicht gesagt. Ne? Die sind einfach so zum Yokai geworden. Aber Darwin, wo man sagen könnte, okay, es ist eigentlich so der unbesondertste oder der, ich sag mal, am wenigsten besondere Vorreiter, ist aber aufgrund seiner Evolutionstheorie ein besonderer Vorreiter-Yokai. Also jeder Vorreiter-Yokai hat irgendwo was Eigenes, was ein Grund da zu sein. Und das ist halt eben der Grund von Darwin, eben weil er sich halt eben evolutioniert hat, weil er sich entwickelt hat. Richtig. Aber ich muss euch schon zustimmen, ne? Selbst ich, auch wenn ich diese Daseinsberechtigung nicht absprechen möchte von Darwin als Vorreiter, da finde ich schon, allein auch schon von den Namen her, Columbus Katz, um jetzt hier auch mal so ein Fazit abzugeben, am besten Columbus Katz, so eine Anspielung von wegen Columbus und Katze, Columbus Katz, so ist einfach geil. Wer ist das denn? Ach so, Axel. Nein, Brudinius, vielen Dank. Ich dachte halt eben, dass Darwin hier ist, aber nö, scheinbar nicht. Also so mein Fazit ist, Darwin ist für mich schon so der, auch wenn er etwas Besonderes ist, der am wenigsten besondere Yokai. Ja, auch wenn ich seinen Grund, ein Vorreiter-Yokai zu sein, gut finde und das auf jeden Fall toleriere und schätze. Trotzdem muss ich sagen, dass ich es bei T. Edison und Columbus Katz, ich finde, die haben eine höhere Daseinsberechtigung. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, die haben eine erhöhte Daseinsberechtigung als Darwin. Das ist so meine Meinung. Einfach aufgrund dessen, weil Columbus Katz, wie gesagt, Wortspiel zwischen Columbus, naja, und Katze halt eben, ja. Darwin ist halt ein verdammter Glühbirnen-Yokai. Gut, über den Namen kann man sich streiten. T. Edison ist einfach die Abkürzung von Thomas Edison, so, von Thomas Edison. Ist jetzt nichts allzu Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Vom Namen her, da fand ich Columbus Katz schon besser, aber ich finde das Aussehen von T. Edison schon ziemlich gut. Aber, oh, Mashallah, er ist hier. Ich wusste es. Wenn er nicht hier gewesen wäre, ich wäre ausgerastet. Genau, also mein Ranking ist, der beste Vorreiter-Yokai ist Columbus Katz, der zweite ist T. Edison, aufgrund eines guten Aussehens, aber eines schlechten Namens. Und, ja gut, Darwin ist halt eben ein alter Tatterkreis, der sich immer den Stern an die Stirn klebt. Aber er ist halt eben Darwin, so. Darwin ist Darwin. Auch da gibt es irgendwie für mich jetzt gerade, ich erkenne jedenfalls kein Wortspiel. Es gibt kein Wortspiel. Naja. Oh, oh, du hast also hergefunden. Es freut mich, dich zu sehen. Derzeit erforsche ich hier die Evolution des der Yokai, indem ich faulenze. Oh, oh, nur ein kleiner Witz, ja. Um mehr über Yokai zu erfahren, muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Damit meine ich einen Kampf. Wärst du dafür zu haben? Faszinierend. Oh, bitte sei nicht zu grob. Lul. Ja, Darwin ist halt eben Darwin. Das ist, es gibt kein Wortspiel in diesem Namen, finde ich, weil Darwin. Ich weiß ja nicht, ob Level 5 das überhaupt machen darf, dass sie die Namen großer Wissenschaftler so benutzen, sage ich jetzt mal. Ob die das dürfen? Ob das rechtlich so, weiß ich nicht, erlaubt ist? Bruder, ich habe keine Ahnung. Aber sie haben es getan. Und, ich meine, der Gedanke, so, weißt du, Darwin sitzt auf einer Schildkröte und beide zusammen sitzen einfach auf einer Wolke. Ja, und man sieht, okay, Darwin ist ein alter Tatterkreis des Rangs S, mag Pizza am liebsten, ja, das schmeckt lecker, ne?
Also es macht Sinn, dass er auf einer Schildkröte reitet, denn er ist ja so der Begründer der Evolutionstheorie, wie gesagt, und er hat sich ja mit Tieren und mit der Entstehung der Tierarten und der Entstehung des Lebens und der Weiterentwicklung des Lebens, damit hat er sich ja befasst. Wisst ihr, was ich meine? Von daher macht es schon Sinn. Und er heilt sich sogar. Er ist sogar wahrscheinlich ein Heiler. Er ist herziger Yokai höchstwahrscheinlich. Ja, moin. Und die Galapagos-Gunst. Komm. Lassen wir ihn die noch machen. Komm. Lassen wir sie ihn noch machen. Die Galapagos-Gunst. Und wahrscheinlich Full Heal, oder? Ah, nicht ganz, aber wahrscheinlich hält er sich jetzt regelmäßiger auf. Scheint aber nicht so auszusehen. Also wir sehen, wir merken, seine Ultiseele ist wahrscheinlich nur eine Heilung. Wir gucken uns gleich an, wie genau die Ultiseele funzt, ob es nur eine Heilung ist oder ob die noch mehr bewirkt. Aber ja. Das war's, meine Brüder. Darwin. Und er nähert sich. Deine Stärke muss evolutionär begründbar sein. Ja, Brudinius. Kommen Sie heran. Okay. Wir nennen Darwin nach Timmy. Und zwar Timmy Let's Play. Ein sehr aktiver Brudinius mit einem Rossi-Profilbild. Ja, meinsen? Ich danke dir fürs Abonnieren oder fürs auf dem Kanal am Start sein, fürs Kommentieren, fürs Revolutionieren, fürs aktiv auf dem Kanal sein. Dankeschön. Danke, dass du hier zuguckst. Ehrenbruts. So, der dritte und letzte Vorreiter-Legendärer ist da. Du bist echt stark. Das war lustig. Menschlicher Kontakt scheint wichtig für das Wachstum von Yokai zu sein. Oh, 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 lass uns bald wieder kämpfen. Ja, das war's, meine Brüder. Das ist der Kampf gewesen gegen Darwin. Und jetzt hätten wir, wie gesagt, den dritten Vorreiter im Bunde endlich angefreundet. Darwin. Level 50 und 238 Life Points. Erst herziger Yokai, wie ich das gesagt habe. 127 Abwehr, schon relativ tanky. Positive Gedanken, erhöht Werte leicht, wenn auf Bewegung wartend. Okay. Grempel, 35 Schaden. Paradies 70, das schmeckt. Galapagos Gunst, Effekt 120. Nutzt seine bahnbrechende Heilungstheorie und teilt Life Points aller Freunde. Okay, das ist nicht schlecht. Die Evolution nimmt ihren Lauf und erhöht den Geist eines Freundes. Dann ist doch die Frage, ob er sogar andere Yokai, die gestorben sind, wiederbelebt. Also die Fähigkeit, die Fukurokuchu kann und die auch Alpina kann. Und falls nicht, wäre das nicht so cool. Und würde für mich bedeuten, dass ich ihn nicht unbedingt ein Team haben wollte. Wissenschaftsära. Die Evolution nimmt ihren Lauf und erhöht den Geist eines Freundes. Also um mal meine Wertung abzugeben zu seinen Fähigkeiten und so, sieht gut aus. Aber wenn wir bedenken, dass es ein Vorreiter ist, ein legendärer Yokai ist, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Also man muss mich jetzt überzeugen davon, dass ich Alpina durch eben Darwin ersetze. Ja? Und diesen Punkt habe ich jetzt gerade noch nicht, den sehe ich nicht. Deswegen bleibe ich vorerst bei Alpina und Fukurokuchu. Aber sagt auch gerne mal in den Kommentaren, was ihr von Darwin haltet. Denkt ihr, der ist gut? Oder ist er nicht würdig, in meinem Team zu joinen? Schreiben Sie in die Comments. Und schreibt auch vor allem in die Kommentare, welche Vorreiter-Yokai ihr am besten findet oder welchen ihr am besten findet. Ich habe eben so meine Platzierung gesagt. Ich finde, dass Darwin auf Platz 3 ist. Auf Platz 2 ist Edison, T. Edison. Und auf dem ersten Platz, ganz klar, Columbus Katz halt, ne? Gutes Aussehen, guter Name. Thomas Edison, schlechter Name. Gutes Aussehen. Und Darwin, ja, gutes Aussehen, aber auch schlechterer Name als T. Edison. So, ich finde, so zwischen Platz 3 und 2 liegt nicht viel Platz. Da ist nicht so viel Luft zwischen. Also, ich hätte auch Darwin auf Platz 2 und Edison auf Platz 3 packen können, aber
Ach komm, wisst ihr was? Ich sag Platz 2 für beide. Komm, da freuen die sich. Alle haben gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst unbedingt ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst von Yo-Kai Watch 3 und bald auch schon von Yo-Kai Watch 4. Das wär's mit dem nächsten Vorreiter-Legendärer-Video. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Und sorry für dieses lange Video. Es tut mir wirklich leid. Aber es war wirklich schwer, Darwin zu finden. Ja.